keine Ausreden. Es ist immer besser, eine Ausrede für sowas zu haben. Ich muss ja kein Männerdenken verstehen. Ja, bei euch Frauen weiß man nie. Wenn ihr gerade keinen Bock drauf habt, betatscht zu werden, dann muss man eine Ausrede dafür haben. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Also, wann läuft's für mich mal richtig gut? Du weißt schon, ein schönes Leben und so. Kann
das? Sieht aus wie ein Fisch? Deine Reife kann aus jeder Richtung kommen. Aber wenn so ein Wind kommt, wird Tod und Unglück garantiert mit ihm kommen. Verderben? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel. Lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Im Kämpfen? Klar. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Mit Möglichkeit, mit Ruhe und Gewalt. Mal gucken. Have a nice day. Hey, Chuck, wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Entschuldigung? Wo gibt es denn sowas? Ey, Bock. Ja, ja. Ab in die zwei! Frachtraum Nummer zwei!
doch nicht mit dir. Nicht so auch bei dir. Oder es lag einfach an mir, dass meine Freundin den Abzug Bock darauf hat. Darauf erstmal eine Runde Man of Medan. Doch. Nee. Papa kommt mal zurück. Doch. Alan Harper! Na? Lol. Meiner. Sei nicht blöd, steck ein. Guck, das ist Alan Harper. Das ist also oft aus den Schauspielern von Tschüss. Sie waren Besatzung der Medaille. Wohl. Ah. Da lang. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Hast du diese Atem-Quick-Time-Events in dem Spiel? Das Spiel ist übrigens nicht blind. Info für dich, wenn dein älterer Bruder wird 27. Was zur Hölle? Ich hätte jetzt richtig Bock auf Lasagne, ich habe aber keine mehr hier. Will mir kaufen gehen. Wo
morgen oder so. Was war das? Warte. Hey, Charlie, hilf mal! Los, voller Sack. Sagst es. Totale Scheiße. Jumpscares sind nicht gruselig. Jumpscares erzeugen null Horror. Jumpscares sind die Erzeugung von... Lass ran hier. Ja. Wer geht denn noch mit dir einkaufen? Im Moment schlecht. Die hat im Moment, in ihrem Praktikum so gut wie nur Spätschicht. Ja. Aber Lasagne und so ein bisschen was für drauf kann ich auch so holen. Also zu Fuß oder mit Bus oder so. Noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Oh, verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Hä? Ach so. Das ist ja noch die, tatsächlich noch die Besatzung der Medan. Schneller gehen. Wow, ist ja genauso beeindruckend wie bei... Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Chuck? Zu der kommen kann, wenn hast du den Jungen da gesehen? Allerdings. Nee. Ich halt dann. Bist du okay? Im Moment auch noch das Problem. Das ist doch noch mehr wie tot, als ich gedacht hätte.
Wieder so versteckt Quicktime, ne? Der hat Funkkontakt, muss weiterhin, holt das große Gerät an, aber hat Funkkontakt über das Funkgerät. Won't you spare me over till another Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Meine Schatzkammer. Ding.
Schatzkammer. Ding. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Tja, egal. Laden wir alles ein. Hey, Vorsicht! Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen, sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem ja. Halt. Glaub mir, ich will, dass du dich amüsierst. Okay, aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Okay, amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist. Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah.
möchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Bist du sicher? Denk mal drüber nach. Auch an die ganzen Konsequenzen. Hey! Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen. Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ha, ganz schön dick aufgetragen. Minuten hätt's auch getan. Klar. Cool. Super. Ich liebe Bier. Guter Mann, Radical. Mords, Mast hast du. Alter, ich bin Spaß. Mast tief. Mit dem ist auch auf. Bist du schon mal getaucht? Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Hä? Auch noch nur zwei von euch. Schuld, ja. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kampf? Alter. Sieht schon so stockkonservativ aus. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber, So, alle an Bord und bereit abzulegen? Wenn es dir recht ist, Captain. Ah! Stolperfalle. Genau, lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja, ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Zeig mal die scharfen Wurzeln. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, naja, Tauchen. Brad war sicher, dass es hier ist. Aber naja, wie... groß ist die Chance, dass wir die Nadel im Heuhaufen finden. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach, ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen! Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten?
meinst. Wir sollen nicht tauchen? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Ach, ich kann es kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seht ihr mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Hey, hey. Hi, Süßer. Durch die Öffnung können wir rein. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Man kann den Preis echt riechen. Aber ihr gefällt's. Es geht. Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus. Komm einfach nach. Dass sich von denen keiner wundert. Sieht nicht koscher aus. Aus, das ist ein Nervenproblem. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Tja, danke nochmal für die super Ausrüstung. Geht doch nichts über Qualität. Aha. Was? Du weißt schon, dass ich dein bestes Stück nicht mit meinem Konto messen muss, oder? Aber wenn doch, ein Wettbewerb, liege ich gut im Rennen, hm? Tja, Inflation eingerechnet. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist.
Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Hey, selber hey. Hey Jungs, Flaschen bereit. Hoch die Flaschen. Okay, also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Obermarkt gefällt mir. Bald sind wir alle. Und es wird immer besser. Also gut, Kinder. Ab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Schon mal benutzt? Gegen Haie? Nö. Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide, ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Bugkabine glatt ein Bullauge. Alles gut? Mehr oder weniger. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt unser Geheimnis. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Oh, ho, ho. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Jetzt ehrlich, wenn ich sehen würde, dass da kaum was dran ist an dem Flugzeug. Hey da, Captain. Würde ich wieder auftauchen. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du? Bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Na komm. Klar. Warum nicht?
nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Ei, Frau Porten. Wetter ist gut. Wetter ist gut. Was ist sehr schön, wenn das Wetter gut ist. Ich mag es, wenn das Wetter gut ist. Magst du es auch, wenn das Wetter gut ist? Halte ich die bloß? Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Ach, als Paul. Hey, du bist im Urlaub. Übertreiben gehört dazu. Ich gründe jetzt den Club der Zurückhaltung. Bin schon Mitglied. Auf Lebenszeit. Hoffentlich amüsieren sich die Turteltauben da unten. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun.
In der Tiefe macht man keinen Blödsinn. Alex war nur albern. Seinen Tauchschein hat er aber mit Auszeichnung bestanden. Wo sind sie sonst noch getaucht? Bei der Buchung habe ich sie für Anfänger gehalten. Alex und Julia sind schon ganz oft getaucht. Ich bin noch Amateur, aber bereit. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Das ist komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler. Sagen wir 20. Oh Mist. Meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs. Ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut. Hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Conrad hat was von einer Öffnung gesagt. Conrad, wirklich? Wirklich. Beim Heckgeschütz. Ah, gut gemacht, Conny. Eine Luke, da kommen wir durch. Gefährlich sein. Ladies first.